Ja, hier in der, ist es ja in den letzten paar Tagen ein bisschen ruhig geworden. Was heißt Tagen, eher Wochen. Hat den Hintergrund, dass wir eigentlich sehr viele Projekte jetzt gerade am Laufen hatten, die uns sehr eingebunden haben. Das tut wahrscheinlich keinen so sehr wie mir, weil der Scharfwaffenkanal ist so ein bisschen mein kleines Baby. Also natürlich Ivan, Joris und Steffen tun da auch Zeit reinstecken, aber das ist so mein kleines Baby, das ich gerne streichle und lieb habe. Ich habe ja schon mal bei GSP Crew, also unserem Airsoft-Kanal, habe ich ja schon mal über die Glock geredet, wie die Airsoft eben rausgekommen ist von VFC. Heute reden wir mal über Sachen, die mir persönlich ein bisschen mehr Spaß machen, und das sind die scharfen Glocks. Wer hier zuschaut und sich wundert oder fragt, warum ich eine Generation 5 Glock habe, die ist doch noch gar nicht auf dem Markt. Das ist kein Airsoft, das ist die Scharfe, die ist seit Oktober auf dem Markt. Also wir reden hier nicht über Airsoft. Ich freue mich über jeden von unseren Airsoft-Abonnenten, der hier zuschaut, aber bitte fragt nicht in den Kommentaren, wann die Airsoft endlich kommt, weil ja, das wissen wir selber nicht. Bis jetzt habe ich hier bloß die Scharfe. Die zweite Sache ist, ich werde hier nicht für jede Pistole, die ich hier zeige und auseinanderbaue oder sonst was, immer vorher einen Sicherheitscheck machen. Ich habe alle Pistolen, die ich jetzt zeigen werde, eben vorher einen Sicherheitscheck gemacht. Also es sind keine Patronen in der Kammer. Der braucht man sich absolut keine Sorgen machen, also bitte auch nicht in die Kommentare schreiben. Oh, da hat jemand aber keinen Sicherheitscheck gemacht. Ich mache ihn jetzt einmal, um sicher zu gehen, dass hier in der Waffe kein Ding drin ist. Magazin raus, keine Patrone im Magazin. Kammer checken, keine Patrone in der Kammer. Das war der Sicherheitscheck. Mehr wird es davon in diesem Video nicht mehr geben. Wir haben hier, wie gesagt, die Glock 17 in der Generation 5, also das neueste Flaggschiff der Firma Glock, könnte man so sagen. So, wir haben jetzt eben hier die Glock 17 in der Generation 5 vor uns, das momentane Flaggschiff der Firma Glock. Wie der Name Generation 5 uns sagt, gab es da 4 Generationen davor. Und da fangen wir doch mal am Anfang an. Also am Anfang gibt es die Firma Glock. Die ist 1963 gegründet worden, hat sich eigentlich so ein bisschen in die Zulieferungsschiene fürs Militär eben etabliert. Also die haben eben Gürtelschnallen, Gurte für Maschinengewehre, Messer, Schaufeln und solche Sachen eben hergestellt, haben sich ein bisschen auch in Richtung Plastikherstellung, also Plastikformenbau beziehungsweise dann eben Spritzguss spezialisiert gehabt. Das Glockmesser ist ja zum Beispiel relativ bekannt dadurch. Also das war einer der frühen Messer mit Kunststoffgriff. So 1980 hat das österreichische Bundesheer eine neue Dienstwaffe gesucht, also eine Selbstladepistole. Die Kriterien waren eigentlich billig im Einkauf und große Munitionskapazität. Also davor haben die eben Walther-Pistolen gehabt, also Walther P38, Walther P1 im System, 8 Schüsse. Und die wollten eben was Moderneres. Das österreichische Bundesheer hat dann eben eine Ausschreibung gestartet. An dieser Ausschreibung haben unter anderem 9 Firmen teilgenommen. Eine dieser Firmen war zum Beispiel Steyr-Mannlicher. Seit Jahren eigentlich so der Exklusivlieferant eigentlich für das österreichische Bundesheer bzw. die österreichischen Streitkräfte. Ja, die kleine Firma Glock hat damit teilgenommen. War eigentlich damals, hat es schon geheißen, also dass es eine relativ gemachte Sache ist, dass die Steyr GB das Rennen macht. Steyr GB ist eine sehr, sehr schöne Pistole, funktioniert ähnlich wie die Heckler & Koch P7, ist eben ein gasgebremster Masseverschluss und wie gesagt, ein schönes Ding, schönes präzises Ding, waren zeitlang auch die Pistole der Delta Force. Ja, lustigerweise hat die kleine, unbedeutende Firma Glock sich durchgesetzt. Und wie hat die kleine, unbedeutende Firma Glock das geschafft? Naja, die haben sich gesagt, wir beliefern seit 10 Jahren das Militär. Wir haben Ahnung von Fertigungstechniken und so eine Pistole zu bauen, wird ja wohl kein Hexenwerk sein. Und der Chef der Firma Glock, also Gaston Glock, hat sich eben mit mehreren militärischen Waffenexperten zusammengesetzt und hat gesagt, was sind so Punkte, was ihr unbedingt in der Pistole haben wollt? Also was stellt ihr euch vor? Und dann kam man zu Sachen wie leicht und gut zu warten, gut zu reinigen. Möglichst trainingsunintensiv, also man muss, also möglichst die Waffe schießt immer gleich, egal in welchem Zustand sie gerade ist. Sie soll sicher sein und soldatensicher, also heißt idiotensicher. Also nichts gegen Soldaten, ich sehe mich selber immer noch als Soldat, aber soldatensicher ist eigentlich so ein geflügeltes Wort, jeder, der mal beim Bund war, kennt das eigentlich. Und mit der Glock, mit der Pistole 80, also der P80, oder Glock 17 ist dann eben die erste Pistole auf den Markt gekommen, die eben alle diese Kriterien erfüllt.
Sie war nicht die erste Pistole mit Polymerrahmen. Da gab es andere, die vorher waren, zum Beispiel auch die VP70 von Heckler & Koch, die hatte einen Polymerrahmen. Aber das Konzept mit einem Polymerrahmen, einem vorgespannten Abzug mit Schlagbolzen, gab es in der Hinsicht eben noch nicht. Also jedenfalls nicht in dieser Konzeption. Dadurch hat die Waffe eben das Rennen gemacht. Unter anderem, weil sie halt sehr, sehr, sehr viel günstiger war als die Steyr GB. Und die Steyr GB hat ein sehr gutes Ergebnis abgegeben. Aber ja, die Glock 17 hat eben ähnliche Ergebnisse geliefert und das für einen sehr geringeren Preis und für eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Bei der Glock 17 haben wir eben hier eine Waffe im Browning-Patterson-Verschluss, also beziehungsweise modifizierter Browning-Verschluss. Modifizierter Browning-Verschluss ist relativ einfach mal erklärt. Also ich erkläre jetzt erstmal die Funktionsweise grundsätzlich von der Glock. Ist relativ simpel. Wir haben eben hier eine kleine Steuerkurve. Das Gegenstück haben wir eben da hier in der Waffe drin. Die Waffe ist in dem Zustand, wie es jetzt gerade ist, sieht man, dass der Lauf hier eine ebene Fläche mit dem Schlitten und damit auch dem Verschluss bildet und ist eben hier gasdicht. Also hier bewegt sich erstmal nichts. Erst durch die Steuerkurve, also wenn hier der kleine Haken in das kleine Gegenstück unten greift und so nach unten gezogen wird, man sieht so, erst dann kann der Schlitten repetieren und erst dann kann die Waffe eben nachladen. Also im Prinzip, wir haben hier durch eine Verzögerung. Im Moment des Schusses ist die Waffe gasdicht, also alles Gas geht nach vorne raus. Und erst durch die Verzögerung, wenn die Waffe ein Stück nach hinten geglitten ist, also man muss sich das vorstellen, der Schlitten läuft etwas nach hinten, die Steuerkurve greift hier in den Haken ein und dadurch wird der Lauf nach unten abgesenkt und aus einmal kann eben die rückwärts gerichtete Energieauswirkung der Waffe dafür sorgen, dass der Schlitten sich nach hinten bewegt. Ich zeige es mal ohne Federn. Im Prinzip ist es dann eben so, der Lauf schwenkt nach unten, der Schlitten greift nach hinten und dann wird er eben durch die Verschlussfeder vorne wieder nach vorne gezogen. Beim nach vorne ziehen wird hier beim Abzug das Abzugsgestänge nach vorne geschoben und der Abzug vorgespannt. Dann haben wir eben hier hinten eine kleine Klappe. Also, hier sieht man hier eben dieses kleine, im Englischen heißt es Sear, dieser kleine Riegel sorgt dafür eben, dass wenn eben das Abzugsgestänge nach vorne geschoben wird, fährt es nach oben, rastet ein und tut hier den Schlagbolzen feststellen. Also, wenn man eben diesen kleinen Hebel hier nach hinten zieht, ist der Schlagbolzen gespannt. Und eben dadurch, dass die Steuerkurve hier ebenfalls beim nach vorne gleiten des Schlittens eben betätigt wird, wird diese kleine Rampe eben hochgefahren und greift hier den Schlagbolzen. Dadurch ist die Waffe wieder gespannt und kann wieder feuern. Das Interessante an der Waffe ist also hier, dass sie sich eigentlich eh nicht zu einer Single-Action-Pistole schießt. Ich zeige es mal kurz wieder im zusammengebauten Zustand der Waffe. Eben, man sieht eben hier, der Abzug ist jetzt eben gespannt. Das erkennt man bei der Glock ganz klassisch dadurch, dass der Abzug im vorderen Bereich des Abzugsbügels ist. Ich löse den Schuss aus. Wenn ich keine Munition drin habe, repetiert sie logischerweise nicht. Und durch den Repetiervorgang wird jetzt eben hier beim nach vorne gleiten der Abzug wieder vorgespannt. Und ich habe immer bei jedem Schuss genau dasselbe Abzugsgefühl. Das ist ein Riesenunterschied zu den damaligen Double-Action-Pistolen, wie zum Beispiel der Walther P1 bzw. P38, den Beretta 92 Modellen, den Beretta 270 Modellen oder auch den Sig Sauer P22X, also P225, P220, P226 Geschichten. Dadurch ist die Pistole relativ wenig trainingsintensiv, also eben weil man den Leuten nicht erklären muss, du beim ersten Schuss hast du, wie bei der P8 zum Beispiel, gute 4 Kilo Abzugsgewicht und danach hast du auf einmal bloß noch 1,5, 1,6 Kilo Abzugsgewicht. Das sorgt nämlich bei schlecht ausgebildeten Schützen sehr häufig dafür, dass sie aus Versehen zwei Schuss abgeben, weil sie mit dem ersten Schuss sau viel Kraft brauchen. Die Waffe repetiert, spannt sich durch und beim zweiten Schuss habe ich auf einmal sehr viel weniger Kraft. Ist bei der Glock eben nicht der Fall. Zudem hat die Glock, ich sage immer, die Glock ist der schießende Backstein. Die hat sehr wenig Sachen, die man außen verstellen kann. Also wir haben effektiv außen eigentlich nur den Magazinfang, den Verschlussfang und den Zerlegehebel. Den Zerlegehebel können wir nicht betätigen, wenn die Waffe eben hier ist. Also den kriegt man einfach nicht runter. Man muss den Schlitten eigentlich
ganz kleines bisschen nach hinten fahren, dann kann man den Zerlegehebel betätigen. Also hier, auch hier sehr soldatensicher, man kann das Ding einfach nicht doof blockieren. Den Verschlussfang kann man im dümmsten Fall nach oben drücken beim Schießen, dann arretiert er hier. Das muss man den Schützen beibringen, aber man muss ihnen nicht beibringen, wie man die Waffe sichert. Die Waffe ist eben durch ihren Aufbau von alleine gesichert. Wir haben eine Abzugssicherung im Abzug vorhanden, also hier das kleine Zünglein. Also erst, ich kann hier oben den Abzug drücken, wie ich will. Erst wenn ich dieses kleine Zünglein mit betätige, feuert die Waffe. Und dadurch habe ich eine sehr, sehr idiotensichere Waffe. Und das hat halt sich durchgesetzt, hat sich beim österreichischen Bundesheer durchgesetzt und danach ging die Erfolgsgeschichte los. Also ich glaube 1980 war das der Miami Shootout. Da hat das FBI versucht, zwei Drogendealer festzunehmen und das ist ein ziemliches Blutbad geendet. Unter anderem, weil die beiden so vollgedröhnt waren, dass sie auch mit mehreren Dutzend Kugeln im Leib immer noch auf die Beamten zurückgeschossen haben. Ja, da hat das FBI eben gesagt, ja, wir wollen eine neue Dienstwaffe und schlussendlich sind es dann später auch die Glocks geworden. Mit dem Deal eben Bundeswehr, mit dem Deal eben FBI. Es hat also richtig die Erfolgsgeschichte Glock losgegangen und es haben sich immer mehr Staaten drum gerissen. Eine Generation 1 Glock habe ich leider nicht auftreiben können. Also ich habe ein bisschen rumgefragt. Generation 1 und Generation 2 sind auch relativ gefragt bei Sammlern. Gibt es nicht mehr viele. Ich habe, jetzt muss ich da ein bisschen bescheißen, ich habe hier eine Generation 2 Glock, allerdings eine Airsoft, sogar eine sehr, sehr billige Airsoft von HFC, also eine Federdrucksoftware. Bei der erkennt man halt trotzdem recht gut noch die Generation 2. Und bei der Generation 1 muss man sich vorstellen, dass hier die Kanten ein bisschen anders sind und die Prägung des Griffes geht einmal außen herum. Also man hat eben hier einen komplett außenrum geprägten Griff. Zur Generation 2 ist eben dazu gekommen, dass die Waffe etwas anders geführt worden ist, um die Ergonomie zu verbessern. Es sind auch ein paar interne kleine Features geändert worden sind, was aber eigentlich nichts wesentlich an der Waffe geändert haben. Bei der Generation 2 gab es ja auch dann später die RF-Version, die Railed Frame. Die hat dann eben unten die mittlerweile Glock-typische Schienung. Picatinny-Schiene kann man ja nicht ganz sagen, weil wir haben ja bloß hier einen Slot. Wir kriegen aber trotzdem einen Großteil aller Lampen oder Lasermodule unten ran. Ist gerade für den Behördenmarkt, insbesondere bei polizeilichen Spezialeinheiten oder SWATs, dadurch sehr beliebt geworden. Mittlerweile hat es eigentlich fast jede Dienstpistole so eine Schiene. Glock war da relativ weit und früh vorne mit dabei. Nach der Generation 2 kam die Generation 3. Haben wir jetzt hier meine Glock 320. Generation 3 hat sich eben auch nicht so viel getan. Also, wir hatten jetzt hier standardmäßig die Schiene schon dran, was vorher bloß bei der Railed Frame war. Wir haben die Griffhüllen hier, die als damals großes ergonomisches Feature eben dazugekommen sind. Im Vergleich zur Generation 2 haben wir hier oben auch noch nicht die Daumenkuhle. Die hat eben ja, den Sinn, dass wir hier den Daumen einbetten können, dass wir hier einen definierten Punkt für unseren Daumen haben. Wenn wir den hier drauflegen, können wir nicht aus Versehen den Magazinauswurfhebel zum Beispiel drücken, weil wir den Daumen immer am selben Punkt haben. Und auch hier wurden wieder ein bisschen Sachen intern verbessert. Was hier zum Beispiel dazugekommen sind, ist die Flachfeder. Also bei den früheren Modellen hatten wir eben hier noch eine Rundfeder. Ab der Generation 3 hatten wir dann eben die Flachfeder. Und später bei Generation 4 und bei Generation 5 kommt so noch die doppelte Feder dazu. Das zeige ich gleich. Also ich lasse das mal hier so liegen. Aber das sind im Prinzip sind die eigentlich die Hauptunterschiede zwischen Generation 2 und Generation 3. Eben die Griffrillen, die serienmäßige Schiene und eben die Flachfeder. Als nächstes haben wir dann eben die Generation 4. Hier in 3750 SIG, eine Glock 230. Bei der Generation 4 haben wir eben die Beschaffenheit des Griffstücks verändert. Also wenn wir jetzt eben wieder die 3 im Vergleich sehen, wir haben hier eben dieses eher nett gemeinte, eher diese nett gemeinte Struktur und hinten eben so eine Punktestruktur mit oben so eine Linienstruktur. Wir haben die Griffrillen eben mit eher großen Quadraten und das hat sich eben bei der Generation 4 dann eben geändert.
Wir haben eben hier ein durchgängiges, ähnliches Punktemuster. Also wir haben dasselbe Muster hinten, seitlich und vorne. Aber es ist sehr viel aggressiver. Also wenn man es in der Hand hat, man merkt sehr viel mehr diese Punkte in der Hand. Ebenfalls hat sich verändert der Magazinauswurfhebel. Der hat sich vergrößert, auch wenn wir hier im Vergleich sehen, bei der Generation 3, 1 und 2, also bei der Generation 1, 2 und 3 ist es dieser kleine Viereck. Und bei ab Generation 4 haben wir eben dieses große Viereck als Magazinlösehebel. Ebenfalls bei der Generation 4 ist dazugekommen eine doppelt gelagerte Federkonstruktion. Ist jetzt im Prinzip die Abkehr von der Flachfeder wieder. Indem wir hier eine doppelt gelagerte Feder haben, wird eben hier der Rückstoß und der Prellschlag reduziert. Also Rückstoß ist die Bewegung nach hinten, der Prellschlag ist, wenn der Schlitten nach vorne wieder knallt durch den Federdruck. Also wir haben hier das Ganze im Prinzip eben doppelt Feder gelagert, um die Bewegung in beiden Richtungen abzufangen. Die Waffe ist eben zu einem Zeitpunkt auf den Markt gekommen, wo immer mehr Beamte gesagt haben, also naja, also wir Beamte sind ja immer nicht alle gleich. Vor allem es gab immer mehr Beamtinnen und das Griffstück, ja, das gefällt dem 1,80 Meter großen Beamten sehr gut. Der 2,10 Meter große Beamte findet die Waffe zu klein, die 1,60 Meter große Beamtin findet die Waffe zu groß. Was macht man jetzt? Also wurde der Griff im Prinzip hier auch ein bisschen abgeschlankt. Also der Generation 4 Griff ist etwas dünner als der Generation 3 Griff, ist deswegen für die kleine Beamtin oder den kleinen Beamten besser zu führen. Und man hat hier eben eine kleine Auswahl an Adapterstücken, 4 verschiedene eben hier im Set mit drin. Die kann man einfach hier hinten dran klicken und dadurch die Waffe größer oder kleiner machen. Bei den größeren Modellen haben wir sogar noch das Beaver-Tail hinten dran, also dass wir hier dieses Bauteil nach hinten verlängern können. Das sorgt dafür, dass auch Schützen unter Stresssituationen, insbesondere wenn sie schlecht trainiert haben, eben nicht vom Schlitten sich in die Hand schneiden lassen. Ist zum Beispiel bei der Glock ein häufiges Verletzungsproblem, dass die Leute unter Stress dazu neigen, die Waffe ungefähr so zu greifen und abzudrücken und dann schneidet sich, also man sieht hier, wie die Haut aufgeschoben wird, dann schneidet sich der Schlitten ins Fleisch bei der Hand. Ist ein häufiger Anfängerfehler, also weniger im Training, mehr in der tatsächlichen Stresssituation, dass die Waffe falsch gegriffen wird und man sich deswegen schneidet. Deswegen gibt es hier diese Adapterstücke, die eben hier dann eine zusätzliche Verlängerung an dieser Stelle aufbringen, sodass es eigentlich unmöglich ist, die Waffe zuzugreifen, dass man sich in die Hand schneidet. Ein weiterer Punkt bei der Generation 4 ist, dass man hier dran gedacht hat, mal, dass auch Linkshänderbeamten sein könnten. Deswegen kann man hier den Magazinfanghebel relativ simpel durchaus bauen. Also im Prinzip, man muss hier das kleine Federbolzen-Dingsi, also das ist im Prinzip ein kleiner Stab, der hochgeht und den Magazinfang in der Waffe hält, beziehungsweise auf Spannung hält. Den muss man raushebeln, dann kann man den Magazinfang rausnehmen, umdrehen und auf der anderen Seite wieder einbauen und den Draht genau auf die andere Seite einklicken. Dann hat man den Magazinfang einfach mit einem Arbeitsschritt von links auf rechts umgebaut. Also es ist wirklich total easy. War der erste Schritt. Und diesen Schritt hat sich Glock gedacht, den gehen wir jetzt nochmal konsequent weiter mit der Generation 5. Nämlich einer der größten und wichtigsten Features bei der Generation 5 ist, wir haben einen beidseitig bedienbaren Schlittenfang. Also den kann man diesmal endlich auch von beiden Seiten betätigen. Ist dadurch auch mal wesentlich attraktiver für den modernen Behördenmarkt. Mittlerweile ist es ja eben Usus, dass eine Behördenwaffe eigentlich immer versucht werden muss, auf den Schützen angepasst zu werden. Sei es das Griffstück, sei es die Links-Rechts-Bedienbarkeit. Das sind beides Punkte, die sind sehr wichtig. Was wurde bei der Glock Generation 5 noch verändert? Wir haben einmal hier ein schon in das Griffstück integriertes Magwell. Also sprich, Jet Funnel, Magwell. Wir können hier das Magazin schwerer verkanten. Also das Magazin hat hier einen Trichterzugang, wo es in den Pistolengriff eingeführt wird. Das gab es bei den alten Generationen als Zubehör. Die alten Magazingriffe hier bei der Generation 4 sind eben hier nur minimal angeschrägt. Also auch hier haben wir so einen kleinen Magwell-Effekt, aber der ist eigentlich nur entgradet, könnte man sagen. Aber im Vergleich bei der Generation 5 haben wir eben hier wirklich Rampen, wo man sagt, also das kannst du Magazin eigentlich so dumm, wie es du denkst, ansetzen. Also wenn man es sagt, man setzt es in dem Winkel an, durch die Trichterform wird es trotzdem reingedrückt. Wenn ich das Magazin in die Form ansetze,
geht's rein. Wenn ich das Magazin so verkante, geht's rein. Also ich kann mich echt dumm beim Nachladen anstellen und kann immer noch das Magazin ordentlich zuführen. Wir haben zudem weiterhin das nach hinten verlängerbare Griffstück. Wir haben hier die Abkehr von den Fingerrillen. Das wird sehr heiß diskutiert. Der Axel bei uns findet die Idee total bescheuert. Mag deswegen die Generation 5 nicht, weil sie ihm seine Griffrillen weggenommen haben. Der bevorzugt weiterhin die Generation 4. Ich habe mir erst gedacht, ja, finde ich auch doof. Habe nach dem ersten Schießen festgestellt, mich stört es überhaupt nicht. Also, ich muss sagen, ich finde die Generation 5 momentan die beste Glock auf der Welt. Außer die extrem getunten. Aber ich habe im Vorfeld gedacht, dass es mich stören wird. Mich stört es überhaupt nicht. Weiterer Punkt, der bei der Generation 5 geändert worden ist, ist eben hier, dass wir den Schlitten an der Vorderseite angewinkelt haben. Also wir haben hier eben eine Faser angefügt. Der sorgt einfach dafür, dass wir die Waffe leichter holstern können. Also wir haben dann ein ähnliches Jet-Funnel-Prinzip bloß umgedreht für den Holster. Das Prinzip ist nicht neu. Das gab es bei der Glock 26 schon seit der Generation 3. Bei der Generation 5 ist es jetzt eigentlich bei allen Glock-Pistolen meines Wissens nach. Also ich glaube, die 5 Modelle von der Generation 5, die bis jetzt auf dem Markt sind, haben das alle. Ein weiteres Kriterium für fast jede Glock-Pistole auf dem Markt ist eben, dass die Glocks charakteristisch eigentlich einen Polygonlauf haben. Also sprich, wir haben keine Züge und Felder, beziehungsweise keine klassischen Züge und Felder, sondern wir haben ein Polygonprofil, das sich durch den Lauf zieht. Das hat den Nachteil, dass es weniger präzise ist als ein klassischer gezogener Lauf. Der Vorteil ist aber, dass es deutlich wartungsarmer und deutlich verschleißarmer ist. Also man kann es einfach so datensicher reinigen, weil man eben keine Rillen hat, wo sich eben Schmutz drin setzen kann. Und durch das Polygonprofil wird eben der Lauf auch weniger abgenutzt. Der Nachteil ist ganz klar, die Präzision macht aber jetzt auch den Kohl nicht ultrafett. Aber es wurde immer wieder gefordert und mit der Generation 5 ist Glock zu gezogenen Läufen zurückgekommen. Also kann man jetzt gut finden oder nicht. Glock selber. Glock selber bezeichnet das Ganze als Precision Barrel. Machen wir uns nichts vor, die Glock ist deswegen kein Präzisionswerkzeug. War sie noch nie. Die Glock ist noch nie eine gute Sportpistole gewesen, außer vielleicht für dynamische Disziplinen. Da muss man aber auch ein bisschen Geld ins Tuning investieren. Aber die Glock ist eine sehr gute Verteidigungspistole und Verteidigungsschießen, ja, macht man so auf 20 bis 3 Meter, beziehungsweise andersrum 3 bis 20 Meter oder noch näher. Also aufgesetzter Schuss ist eine Verteidigung auch eine Möglichkeit und da macht sie ihren Job sehr gut. Ob man jetzt einen Präzisionslauf braucht, wo ich persönlich der Meinung bin, die Glock ist eh keine Sportpistole, also brauchst du meiner Meinung nach auch keinen Präzisionslauf, wird sich zeigen. Ich habe bei meiner eigenen Glock 19 jetzt ungefähr 8.000, 9.000 bis 10.000 Schuss durch. Die ist im Oktober auf den Markt gekommen und ich habe jetzt schon wirklich ein bisschen was durchgeholzt. Bis jetzt macht der Lauf das mit. Ich denke aber, dass das nicht mehr lange mitmacht, weil also 10.000 Schuss sind schon eigentlich recht viel für eine Dienstwaffe. Ich schieße halt gern. Jetzt wäre es eigentlich einfach, wenn man sich sagt, ja gut, es gibt 5 Generationen von der Glock, also gibt es 5 Pistolen, relativ einfach zu merken. So einfach macht es eigentlich die Firma Glock aber nicht. Jetzt kommen wir nämlich zum sehr, sehr komplizierten Teil. Also es gibt mittlerweile mehrere hunderte verschiedene Glock-Varianten, wenn man alle Generationen und alle Modelle und alle Sondermodelle mit einrechnet. Ich habe mir da ein bisschen was überlegt, wie ich das jetzt versuche zu erklären. Und was ich mir da überlegt habe, das zeige ich euch gleich. Ich muss dafür bloß den Tisch mal ein bisschen umrollen. Man fragt sich vielleicht jetzt, warum Glock 17? Relativ simpel. Der gute Castor hat 17 Patente eingereicht, hat deswegen seine Pistole Glock 17 genannt, also wegen 17 Patenten. Danach hat er die Glock 18 auf den Markt gebracht, auf Wunsch des Gendarmerie-Einsatzkommandos Cobra. Mittlerweile heißen sie bloß noch Cobra. Glock 18 ist minimal größer als die 17. Wo haben wir mal eine 17? Also man muss sich vorstellen, der Schlitten ist etwas breiter, der Rahmen ist etwas breiter. Ist so gedacht, dass man die Glock 18 nicht einfach mit den Glock 17 Teilen mischen kann. Die Glock 18 hat charakteristisch hier oben einen Feuerwallhebel, kann eben Schnellfeuer, das auch mit einer Höllengeschwindigkeit. Also man kann das 17-Schuss-Magazin in unter einer Sekunde damit leer machen. War eigentlich als so eine Personenschutzwaffe gedacht, also für so eine Panikwaffe, wo ich sage, also
Ich werde angesprengt, ich werde beschossen oder sonst was. Ich muss meine Waffe ziehen und ich pumpe das erste Ziel, was ich sehe, mit Munition voll. Und das auf Entfernung von 2-3 Meter, weil die Glock 18 ist auch die Hölle zu schießen. Also wenn man da keinen Schaft oder sowas mit dran macht oder einen Frontgriff, schießt die sich auch leicht unkontrolliert. Macht aber Spaß. Glock 17L auf den Markt gekommen, muss man sich vorstellen. Glock 17L ist eben ein Stück länger. Und dann hat es eben angefangen, dass Glock sehr viele unterschiedliche Spezialversionen und Sonderversionen und sonst was rausgebracht hat. Und dann haben sie ja angefangen durchzunummerieren. Und das Durchnummerieren hat aber ein riesengroßes Problem, dass es sehr verwirrend für die Leute ist, weil die Nummern nicht in Folge sind, sondern also schon in Folge, wie sie rausgekommen sind, aber nicht irgendwie, man kann sagen, 17 bis 21 sind die 9 mm und ab da sind die 40er oder so was im Dreh. Oder das ist ein bisschen querbeet. Deswegen mache ich die Einteilung wie folgt, einfach mal zum Erklären. Ich erkläre als erstes mal die Rahmengröße. Also es gibt bei Glock 4 Rahmengröße. Ich sag mal sehr klein, klein, normal und groß. Hat mit den Kalibern zu tun. Wir haben als normalen Rahmen eben den klassischen Glock 17, beziehungsweise Glock 19, beziehungsweise Glock 23 und so weiter Rahmen. Hat noch nichts mit der Bauform zu tun, also weil es gibt die ja als kompakt, subkompakt oder sonst was, sondern hat eigentlich immer eine, nur meistens eigentlich zumindest immer was mit der Munition zu tun. Bei dem normalgroßen Rahmen, also in US-Foren wird er zum Beispiel auch öfters als der Medium-Rahmen bezeichnet, der andere als Large und dann S und XS, aber das sind keine offiziellen Bezeichnungen von Glock, deswegen rede ich hier mal von den normalen Kalibern. Wir können mit den normalen Rahmen eben 9 mm, 30-50 SIG und 40 Smith & Wesson verschießen. Es gibt auch noch eine Sonderversion, das ist eben die Glock 25 bzw. Glock 28, die kann auch noch 380 Auto schießen. Ist aber auch eine totale Randgruppengeschichte, wo man sagt, also ist nicht besonders interessant jetzt für hier. Deswegen lasse ich das mal weg. Das kann ich alles eben mit dieser Rahmengröße verschießen. Jetzt ist das Problem, es gab Leute, die wollten unbedingt eine Glock in Kaliber 45 und das FBI wollte hier unbedingt die Patrone 10 mm Automatik einführen. Und ja, dafür haben wir den großen Rahmen, der eben 10 mm Automatik und Kaliber 45 verschießen kann. Interessant ist eben, dass wir bei den eigentlichen Pistolen, wir haben jetzt hier ein 40er Magazin, ein 9 mm Magazin, die sind eigentlich bis auf die Form des Followers gleich. Also ich kann das auch hier in die 9 mm rein, kein Problem. Es führt auch zu, ist halt nur nicht optimal, also weil eben der Follower oben anders geformt ist. Aber rein von der Funktion habe ich hier keine Probleme. Kleiner Punkt, den ich vorhin nicht erwähnt habe, bei den Generation 5 Modellen sind die Follower hier oben orange. Soll eben besser anzeigen, dass die Waffe leer ist, wenn man eben die Waffe, also wenn der Schlitten hinten ist, man die Waffe ankippt, um den Ladestand zu überprüfen und dann sieht, ja, da ist orange, dann weiß man, man hat seine Munition verschossen. Sollte eigentlich jeder wissen, wann er seine Munition verschossen hat, aber hier hat man noch ein zusätzliches optisches Indiz dafür. Jetzt ist das Problem mit der 10 mm Auto und der 45-Version der Glock, dass das Ding ein ganz schöner Klopper ist. Also wenn man hier die Pistole in der Hand hat, wenn man schon mal Glock in der Hand hatte, man merkt als erstes mal eben, der Schlitten ist ein bisschen abartig viel größer, also von der Dicke her. Der Griff ist sehr viel voluminöser, ist insbesondere für kleine Personen eigentlich fast nicht zu benutzen. Ist der Grund, warum von der 10 mm Auto eben zurückgegangen wurde auf die 40 Smith & Wesson. Also die 40 Smith & Wesson ist im Prinzip eigentlich nur ein verkleinertes 10 mm Auto. Die 10 mm Auto ist halt sehr rasant, macht einen sehr dicken Bums, aber hat auch für einen ganz schönen Rückschlag. Und wie gesagt, die Patrone ist zu lang, um sie aus 9 mm Magazin zu verschießen. Jetzt ist aber der 45er Markt in der USA sehr, sehr groß und sehr, sehr stark. Also hat sich Glock da auch noch was gedacht. Eben, warum entwickeln wir nicht eine eigene 45er-Patrone, die man durch einen normalen Rahmen schießen kann? Und hat die 45 GAP auf den Markt gebracht oder GAP. Glock Automatic Pistol, wenn man die im Vergleich sieht, 45 ACP und 45 GAP, selbe Patrone, nur die Hülse wurde verkürzt, damit sie eben in den normalen Rahmen passt. Dafür gab es dann eben die Pistolen 37, 38, 39. Glock hat sich da wahnsinnig viel von versprochen, hat gedacht, das würde die neue Heilsbringer-Munition. Dem war aber nicht der Fall. Und
Ja, die 45 Grad wird eigentlich fast nur von Sportschützen verwendet, die unbedingt mit einer Glock schießen wollen, weil das Loch in der Scheibe größer ist und man die Scheibe besser ankratzt. Zudem bei Fallscheibenschießen, man bringt ein schwereres Gewicht auf die Fallscheibe und wirft die mehr um. Also wenn man unbedingt mit einer Glock schießen will, ist vielleicht 45 Grad eine Alternative, wenn man damit klarkommt, dass die 45 Grad Munition teurer ist, weil da gibt es nicht so viel Schütt- und Ramschmunition wie bei einer 9 mm. Relativ neu sind eben die S- und XS-Rahmen. Eine S ist eben hier zum Beispiel, also was heißt zum Beispiel, es gibt nur die Glock 43, unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, dass sie sehr viel schmaler jetzt ist als die Glock 17 Modelle, also die Normalrahmenmodelle. Weist sich doch auch darin aus, dass sie nur ein einreihiges Magazin hat. Also Glock-Magazine sind eigentlich immer zweireihig. Haben wir in dem Fall eben nur einreihig. Die 43 gibt es dann eben in 9 mm Parabellum bzw. 9 mm Luger. Und die noch etwas kleinere, dann muss man sich im Vergleich nochmal anschauen. Also die Waffe selber ist noch kürzer, der Schlitten ist noch etwas dünner. Vor allem ist aber der Griff, also wenn man die mal übereinander legt, ist der Griff deutlich schmaler geworden. Und haben wir eben hier dann eine Waffe in 380 Automatik bzw. 9 mm Kurz. Jetzt muss man sagen, 9 mm Kurz ist jetzt nicht das rasanteste und beste Selbstverteidigungskaliber der Welt. Wenn man damit die ordentliche Munition dafür verwendet, das ist ein gutes Hohlspitzgeschoss sowas, kann man sich immer noch gut dafür verteidigen. Die Waffe ist aber grundsätzlich eigentlich für den US-Markt konzipiert, also gerade fürs Concealed Carry. Ist ja in Deutschland nicht so einfach, darf nicht jeder. Dafür ist die Waffe eigentlich gedacht. Ich muss auch hier sagen, auch hier habe ich ein bisschen betrogen, weil ich habe vergessen, eine Glock 42 aus dem Laden mitzunehmen. Also ist das hier die Airsoft-Version von VFC. Mir ging es eigentlich heute bloß darum, mal den Größenvergleich zu zeigen. Das Ding ist genauso groß wie die scharfe Glock 42 und man muss halt wirklich sagen, das ist jetzt wirklich die kleinste Glock, die es momentan gibt. Und da gibt es eben auch nur die 43 und die 42, davon gibt es noch keine Generation oder verschiedene Modelle oder verschiedene Längen, sondern die gibt es nur so, wie sie jetzt momentan sind. Bei den Normalrahmen und beim L-Rahmen, ja, da schaut das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Da haben wir jetzt eben zig verschiedene Varianten. Also von der Glock 17 hatten wir schon den L-Rahmen. Wenn ich eben eine Glock 17 habe, mit L, das heißt, der Lauf ist ungefähr so lang. Also so ungefähr. Ist dafür gedacht, eben halt für sportliche Schießen eher, dass man einen längeren Lauf hat. Längerer Lauf heißt mehr Energie, weil das Projektil länger beschleunigt wird. Aber ja, auch dadurch wird die Glock nicht so eine Sportpistole. Glock ist einfach eine Verteidigungspistole. Da ist sie eine der besten auf dem Markt. Aber ja, das ist nur ein bisschen die Versuche. Verwirrenderweise, nicht alles, was einen längeren Schlitten hat, ist auch eine L-Variante dann, weil das wäre ja das einfach, wenn man sagt, ja, man hat eine Glock 17 L, man hat eine Glock 20 L. Nur bei der 17er heißt es L, also nur bei der 9 m heißt es L. Bei der 40er ist es die Glock 420 und bei der 10 mm Auto ist es die Glock 40. Ist da schon mal ein bisschen verwirrend. Und um hier die ganze Geschichte noch verwirrender zu gestalten, gibt es auch noch die Competition-Modelle, die sehr häufig mit L-Modellen verwechselt werden, weil der Lauf ist ungefähr so lang. Also der ist so, sagen wir mal, 1 cm, 1,5 bis 2 cm kürzer als bei der L. Und das ist das mittlere, das sind die Competition-Modelle. Bekanntestes Modell davon ist die Glock 430, die ja sehr beliebt auch bei dynamischen Schießveranstaltungen und sowas ist. Aber halt auch da meistens im sehr getunten Zustand. Dann haben wir im Vergleich eben, wie gesagt, die 19er Serie und die 17er Serie unterscheiden sich eben durch die Lauflänge und durch die Grifflänge. Muss mal ein bisschen so im Vergleich zu zeigen. Also Lauf ist etwas kürzer, Schlitten ist etwas kürzer, Griff ist etwas kürzer. Bei der Glock 19 war ursprünglich eigentlich der Gedanke, dass man eben sagt, die Glock 17 ist für Männer, die Glock 19 ist für Frauen, also für Beamtinnen. Mittlerweile hat sich aber eigentlich mehr durchgesetzt, dass die Glock 19 sau beliebt ist als Concealed Carry Waffe, auch bei Männern. Also wenn man so in der Szene unterwegs ist und sich mit Leuten unterhält, fast keiner von den
professionellen Schützen oder Presseleute oder Ausbilder oder sonst was bevorzugt die Glock 17. Fast alle haben die Glock 19, weil man hat einen minimal kleineren Lauf, man hat immer noch einen Griff, wo man, wenn man nicht gerade ein Riese ist, alle Finger drauf kriegt und sie ist besser verdeckt zu tragen. Sie ist insgesamt auch kompakter. Man büßt 2 Schuss Munition an, also die Glock 17 hat 17 Schuss Munition. Oft wird auch gesagt, dass die 17 Schuss Munition die Namensgebung sind, aber wie gesagt, da geht es um die Patente. Bei der Glock 19 haben wir 15 Schuss, immer noch voll und ganz ausreichend und dafür ist die Waffe kleiner, handlicher und kompakter. Eigentlich meiner Meinung nach die optimale Größe. Ich selber habe ja, wie gesagt, bis vor kurzem die Glock 23 gehabt, in der Generation 3. Was heißt vor kurzem? Die habe ich ja immer noch, die steht ja hier rum. Und bin jetzt auf die Glock 19 in der Generation 5 umgestiegen. Und das ist, wie gesagt, auch die Größe, wo ich sage, das ist eigentlich so die optimale Verteidigungs- Alltagsgröße. Ist gut für den Jäger, für den Fangschuss, ist gut als Verteidigungswaffe, ist gut für den Personenschützer, für den Sicherheitsdienst, für den Alarmverfolger. Das ist eigentlich eine sehr schöne Größe. Wenn jetzt aber jemand sagt, ja, schöner kurzer Lauf und Führigkeit ist gut, aber ich hätte halt trotzdem gern meinen längeren Griff, weil ich habe große Pranken. Hat sich Glock diesmal gedacht, ja, da bringen wir doch was ganz Neues. Ist jetzt eben eine Sonderversion, die Glock 19X. X ist eben eine neue Serie, die jetzt irgendwo in diesen Plan von Glock mit den Sachen reinkrittet. X heißt Crossover, also das X soll ein Kreuz darstellen. Und es ist ein Crossover zwischen der 19er und der 17er. Also wir haben einen 17er Griff von der Länge her, aber eine 19er Schlitten bzw. eine 19er Lauflänge. Gibt es bis jetzt nur dieses Modell, auch nur in dieser Farbe und dieser Ausführung. Wir haben hier zum Beispiel auch den Slingsweaver standardmäßig verbaut. Wir haben diesen komischen sinnfreien Knubbel unten dran, der dafür sorgt, dass ich nur Original-Glock-Magazine verwenden kann. Ansonsten ist das Ding eine Generation 5 Glock, also Glock 19 in der Generation 5. Standardmäßig ist noch eine Nachtvisierung verbaut. Der Koffer ist ja auch in derselben Farbe wie die Pistole. Und aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund haben wir ein drittes Magazin bei der Waffe dabei. Das finde ich eine ungerechte Benachteiligung. Dafür hasse ich Ivan immer noch. Das ist übrigens Ivan seine kleine Glock 19X. Erkennt man sehr schön, dass er auf links umgebaut ist. Das wollte Ivan immer haben. Jetzt, wo er es hat, macht es ihn fertig, dass der Magazin auf der anderen Seite ist. Aber wie gesagt, das ist mal wieder so eine Sondergeschichte von Glock. Bevor es die beiden kleinen Pistolen gab, also die Glock 42 und 43, hatte Glock aber schon die Subkompaktlinie, also eben die kleiner als die Kompaktlinie. Und das sind wurden früher auch oft Baby Glocks genannt. Das sind die subkompakten Glocks, also die kleiner als kompakten Glocks. Habe ich intelligenterweise die 30 mitgenommen, die ist Kaliber 45, deswegen ist die gar nicht mal so klein. Also die ist immer noch ein ganz schöner Backstein, hat auch immer noch einen sehr, sehr massiven Schlitten. Ja, das war sehr intelligent, aber das war die einzige 45er, die wir da hatten und ich wollte eine 45er mitnehmen. Tja, aber um es mal eben zu zeigen, wir haben eben hier im Vergleich zur 19 nochmal einen kürzeren Lauf, obwohl der L-Rahmen insgesamt schon länger ist, haben wir hier nochmal einen kürzeren Lauf. In dem Fall jetzt nicht besonders viel. Wir haben noch einen kürzeren Griff. Also das sieht man auch, hoffe ich, jetzt relativ gut. Und die Waffe war eben damals eigentlich so, eigentlich dann die Idee fürs Concealed Carry. Das einzige Problem ist eben, dass sie eben, wie gesagt, kann man jetzt nicht so super doll vergleichen, aber das doppelreitige Magazin ist immer noch so nicht so optimal für das Concealed Carry. Das einreihige Magazin ist da deutlich schlanker, deutlich besser. Glock 620 hat sich auch so semi-gut durchgesetzt. So Sondermodelle wie zum Beispiel die Glock 30, also eine Baby-Glock in Kaliber 45 oder die Glock 920, eine Baby-Glock in Kaliber 10 mm, sind natürlich nur was für Leute, die ein bisschen einander Klatsche haben. Also ist nicht negativ gemeint, aber das ist halt ein Riesenklopper, den man damit sich rumschleift als Kompaktversion fürs Concealed Carry. Bei den 26ern ist auch markant eben, dass man nur 2 Finger auf den Griff bekommt. Der dritte Finger ist dann auf dem Magazinboden. Sind wieder ein bisschen was Besonderes. Zudem bringt Glock immer wieder mal irgendwelche Special Editions raus. Es gab zum Beispiel für den US-Markt eine Glock eben mit den Markings für George W. Bush. Also die wurde so eigentlich nur an George W. Bush selber übergeben. Gab es dann aber auch von Glock selber so eine Miniserie zum Kaufen. Und
In den letzten Jahren kümmert sich Glock noch intensiv eben um den Ausbildungs- und Trainingsmarkt. Deswegen gibt es hier eigentlich auch noch die Glock 17P zum Beispiel oder Glock 19P. Das ist die Practice-Version. Die hat einen roten Griff, schaut aus wie eine Glock, funktioniert wie eine Glock mit einem Unterschied, sie kann nicht feuern. Also man kann Munition ins Magazin rein, man kann das Ding durchladen, man kann damit alle Übungen machen, man kann damit Störungen simulieren. Das Einzige, was man nicht damit kann, ist feuern. Hat den Sinn eben, dass es sicher für die Ausbildung ist. Also es ist eigentlich eine Pistole eben fürs Training. Dann haben wir ein ähnliches Konzept, auch mit einem roten bzw. orangen Griffstück, ist die Glock 17 bzw. 19R für Reset. Die hat den großen Unterschied, dass der Abzug immer so ausschaut. Also immer wenn ich den drücke, geht er gleich wieder in die Position nach vorne, damit ich dieses Gefühl immer wieder habe. Ist gedacht für Simulatorschießen, also dass man hier einen Laser mit einbaut und eben Simulation mitschießen kann und hat immer das Abzugsgefühl, kann aber auch nicht tatsächlich selber feuern. Dann haben wir eben noch die Glock 17 bzw. Glock 19T für Training, mal mit blauem Griffstück, teilweise mit blauen Schlitten, für FX und UTM-Munition, also für Trainingsmunition. Da kommen dann Projektile vorne raus. Diese Projektile sind aber deutlich schwächer als echte Projektile. Außerdem sind sie aus einem lippenstiftähnlichen Gebilde. Ist eben fürs Polizei- bzw. Behördentraining gedacht, dass man eben damit aufeinander schießen kann, dass man Szenarien eben darstellen kann. Ist sehr beliebt geworden eben durch Amoklauf-Szenarien bzw. das Training gegen Amoklauf-Szenarien, wo man sagt, also sowas sollte man mal wirklich im Szenario durchgespielt haben. Ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, kann man nichts gegen sagen. Ist eigentlich eine ziemlich nette Geschichte, eben die ganzen Versionen, die es davon gibt. Es gibt auch noch die Cutaway. Ja, das ist wieder dasselbe, nur dass die Waffe hier auf der einen Seite komplett zerschnitten ist, dass man eben das Innenleben sieht. Hat eben was mit für Schulungszwecke, also dass man eben da sieht, wie sich dann der Lauf bewegt, wie sich eben der Schlagbolzen spannt und sowas im Dreh. Ist also eine Schulungsglock noch, also wo dann ein Lehrer im Unterricht hat, um die Funktionsweise der Glock zu erklären. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch so Sonderversionen wie die MOS. MOS heißt Modular Optical System. Dann haben wir hier ein kleines Cutout, können hier mit zwei Schrauben eben eine kleine Platte entfernen, können eine andere Platte dafür reinschrauben und auf diese Platte direkt zum Beispiel ein Doctor Sight oder ein Trichicon RMR oder einen Razer von Vortex verbauen, haben dann eine optisch-elektronische Visierung auf der Waffe verbaut, ist gerade bei der Glock 34 in Generation 5 standardmäßig, also die 34 in der Generation 5 ist standardmäßig eine MOS, davor waren das eigentlich immer so Kleinserien, die mit MOS gekommen sind. Wir haben auch noch die Glock FS Front Serration. Ein Kritikpunkt, den ich schon immer bei der Glock habe, dass wir keine Rifflung vorne haben. Bei der FS haben wir eine Rifflung vorne, aber auf die deutlich hässlichste Art und Weise, die man sich überhaupt vorstellen kann. Dafür haben wir die Rifflung jetzt dann vorne. Ist auch eben eine Sonderserie. Und Glock scheut auch nicht davor zurück, Sonderserien für bestimmte Märkte oder für bestimmte Zielgruppen rauszubringen. Die Glock 19X zum Beispiel. Die ist eben entstanden aus einer Ausschreibung für die US Army. Hat eigentlich in der Ausschreibung hier noch zusätzlich eine Sicherung, was total untypisch ist für eine Glock. Die bräuchte eigentlich auch keine Sicherung, hat sie aber eben gehabt, weil die Ausschreibung das gefordert hat. Die Glock 19X konnte sich hier nicht gegen die P320 von Sig Sauer durchsetzen, die jetzt schlussendlich auch das Rennen gemacht hat und die neue Dienstpistole der US Army wird. Trotzdem hat sich Glock hier auch Gedanken gemacht, um bei so einer Ausschreibung mitmachen zu können. Unter anderem, was sehr kurios ist, ist hier die Glock 46. Und ja, ich bombe euch gerade mit Zahlen zu. Die Glock 46 ist in den letzten 1,5, 2 Jahren eben in der Presse eben gewesen, weil das eine sehr, sehr, sehr besondere Pistole war, die sich eben um die Nachfolge verschiedener Pistolen in der deutschen Polizei, insbesondere vor allem bei der bayerischen Polizei, durchsetzen sollte. Bei der 46 haben wir nämlich was ganz, ganz Seltsames. Wir haben einen Drehlaufverschluss, also sprich, der Lauf hat eine Verriegelungswarze, die unten im Griffstück geführt wird. Und durch das Zurückgleiten beim Schuss wird eben also durch die Drehung der Lauf entriegelt, gleitet nach
und gibt dadurch den Schlitten frei, der dann nach hinten gehen kann und repetieren. Warum hat man das gemacht? Relativ simpel. Es gibt eine technische Richtlinie bei der deutschen Polizei und da hat die Glock nämlich ein Problem. Die Glock kann man nicht zerlegen, wenn der Abzug gespannt ist. Also, wenn ich jetzt hier einen Affengriff mache und versuche hier die Verriegelungsspatzen runterzuziehen, wird nichts. Die Glock muss sich abschlagen, um sie zerlegen zu können. Und die Polizeirichtlinie schreibt eben vor, dass die Waffe zerlegt werden können muss, ohne dass man Abzug drückt. Und da hat sich halt Glock ein bisschen Gedanken drum gemacht. Ich habe die Glock 46 bis jetzt bloß auf der Messe mal kurz gesehen. Habe sie selber nicht geschossen. Die Leute, die ich kenne, die sie geschossen haben, sagen, dass sie schrecklich schießt. Also es soll sich selbst, also selbst Leute, die selber privat eine Glock besitzen und Fans von der Glock sind, sagen, die Glock 46 hat sich total miserabel geschossen. Kann ich selber nicht verifizieren, aber das sind eben die Eindrücke, die mir so zugetragen worden sind. Und das sind eigentlich mal so, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich so einen Großteil eigentlich des Glock-Marktes umrissen. Es gibt auch hier meinen kleinen Spickzettel. Es gibt auch solche Tabellen. Eben im Internet kann man einfach relativ leicht finden, wenn man eben zum Beispiel Glock-Modelle-Übersicht oder sowas googelt. Dann kann man relativ einfach sehen, die verschiedenen Größen, die es gibt, die verschiedenen Kaliber, die es gibt. Trotzdem sind da jetzt zum Beispiel die verschiedenen Rahmengrößen für die verschiedenen Kaliber jetzt da nicht wirklich mit einzeln aufgelistet, sondern das erschließt sich eigentlich daraus, dass eine 45er immer den großen Rahmen hat. Deswegen, wie gesagt, die Nummern sind vielleicht ein bisschen verwirrend. Mittlerweile sind wir, glaube ich, jetzt mit der 46, das war jetzt die letzte Glock, also es gibt 46 Glocks mal 5 Generationen. Das stimmt nicht ganz, weil es gibt nicht jede Größe in jeder Generation, aber sagen wir mal über den Daumen gepeilt, ist so 100, 150 verschiedene Glocks gibt es schon. Und Glock ist nicht müde, eben immer wieder Entwicklung rauszubringen. Wenn man jetzt eben fair ist, muss man auch sagen, aus heutiger Sicht, die Glock holt mittlerweile immer wieder Sachen nach, die andere Hersteller schon auf dem Markt haben. Werden immer wieder Sachen an der Glock kritisiert. Zum Beispiel der Abzug ist ein bisschen schwammig, das ist aber schon immer. Ich muss persönlich sagen, mit der Generation 5 fühlt das sich ein bisschen besser an, aber das kann auch Einbildung sein. Aber die Glock ist mittlerweile ein bisschen hinterher, was die Technik angeht. Also sie haben sich sehr schwer getan, eben so Sachen wie die beidseitige Bedienbarkeit mit einzuführen. Front Serrations sind immer noch nicht standardmäßig. Die austauschbaren Griffstücke gibt es bei Walter und bei Heckler & Koch auch schon seit ein paar Jährchen. Ist einfach jetzt nicht mehr das Up-to-Date. Und wenn man fair ist, out of the box kriege ich für eine Heckler & Koch SFP9 mehr für mein Geld. Ich kriege für eine Sig Sauer P320 mehr für mein Geld, wenn ich sie standardmäßig kaufe. Was die Glock aber wirklich interessant macht, ist der größte Aftermarket-Bereich von allen Waffen, die es eigentlich so gibt. Selbst wenn man 1911er mit reinrechnet, der Glock-Markt ist viel größer. Carbine-Gits, Anschlagschäfte, verschiedene Läufe, verschiedene Abzüge, verschiedene Rahmen, verschiedene Zerlegehebel, verschiedene Magazinfangteile. Also so ziemlich jedes Bauteil, was man hat, kann man gegen irgendwas gecustomized austauschen. Seth allein hat, ich glaube, um die 30 verschiedenen Abzüge für die Glock, also für verschiedene Glock-Modelle. Also ja, man hat den größten Tuning-Markt der Welt. Und was halt ist, die Glock ist immer noch unheimlich schlecht. Wo halt man sagt, die SFP hat zum Beispiel schon wieder ein paar Spielereien, die man nicht unbedingt braucht, wie zum Beispiel eine Ladestandsanzeige. Die braucht man nicht unbedingt, ist ein schönes Feature, wenn man es hat. Aber wenn man sagt, man möchte ein bisschen was Rustikaleres, dann ist die Glock immer noch eine sehr gute Wahl. Ich persönlich mag ja Glock auch sehr gerne. Man muss bloß halt auf dem Boden der Tatsachen bleibt, dass eben Glock in den letzten Jahren weniger Fortschritte da macht als andere Hersteller. Dafür ist Glock immer zuverlässig gewesen. Das sieht man zum Beispiel auch im Vergleichstest. Die Glock-Modelle schießen auch unter Verschmutzung immer noch sehr zuverlässig, wo zum Beispiel die SFP9 bzw. VP9 mehr Probleme damit hat. Auch die Walther PPQ hat mehr Probleme unter verdreckten Zustand als die Glock. Heißt jetzt nicht, dass die Waffen keinen Dreck abkönnen, aber da ist die Glock zum Beispiel einfach mal noch das rustikale Arbeitstier. Abschließend kann ich zum Thema Glock hier noch sagen, wenn jemand noch Interesse oder Fragen dazu hat, wir werden noch ein paar Videos zur Glock bringen. Das ist meine Generation 5. Sobald der Lauf durch ist, wird die ein bisschen hübsch gemacht, also die wird ein bisschen getuned. Also, da wird ordentlich was dran gemacht. Wenn ihr Fragen zum Thema Glock habt, scheut euch nicht, uns anzuschreiben.
Wir sind im Scharfwaffenbereich einen der führenden Händler in Deutschland mit Glock, also nicht der führendste, aber wir können uns da so schon sehr weit oben mitwähnen. Und wir haben eigentlich immer einen riesengroßen Lagerbestand an Glock-Modellen da zum Anfassen, zum Anschauen. Würde schon sagen, Glock ist ein bisschen unser Steckenpferd. Und jetzt habe ich ein bisschen länger hier geredet. Ivan hat vorhin geschätzt, dass das Video eine gute Stunde geht. Ich glaube, wir sind leicht drunter. Zumindest hoffe ich das. Und das werden wir jetzt gleich sehen, was unten in der Ecke steht, was es ist. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Abonniert auch unsere anderen Kanäle, also GSP Crew, GSP Worldwide. Damit unterstützt ihr uns. Denkt daran, die Glocke zu aktivieren, dann kriegt ihr auch die Beiträge. Bis dann!